Es geht wieder los. Tag 10 in unserem Homeoffice, Heimisolation zu Hause. Zum Status kann ich sagen, frisch geduscht, frisch rasiert. Zu essen gab es heute keine Nudeln, es gab Linsensuppe. Und ja, auch schon mit den Familienmitgliedern gesprochen. Also alles so, das, was wir gestern umgesetzt haben, außer Porridge zum Frühstück, habe ich glaube ich, oder Porridge hieß das, ne? Habe ich nicht gehabt. Ja, und wie sieht es bei euch aus? Haltet ihr auch weiterhin durch? Ja, weiterhin durch. Ach. Wir haben uns auch versucht, an unsere Rituale zu halten. Das war Dr. Wasser. Andreas Brune, den ich jetzt recht herzlich begrüße. Ja, nicht begrüße. Und Dr. Erd Awad, auch da herzlich willkommen. Hallo. Heute hallo. Beweglich, ne? Nicht eingefroren, so wie gestern. Flexibel, alles gut. Nein, alles wunderbar. Also, wie gesagt, wir haben versucht, uns auch so ein bisschen an unsere Rituale zu halten. Wir waren heute Morgen ein bisschen laufen, haben uns beim Zähneputzen ein paar Kniebeugen gemacht, die Treppen sind wir gestiegen, prima, hoch und runter, Wasser geholt für die Frau. Und das passt zu dem, was heute groß durch die Medien ging, auch ein Dortmunder Professor Krämer von der Technischen Uni und die FAZ hat geschrieben, Deutschland droht zu verfetten und Herzkrankheiten nehmen zu, Diabetes nimmt zu, Depressionen, weil die Leute alle zu Hause sitzen, eventuell keine Ablenkung kriegen oder keinen Sport machen und muskelschlaff werden. Also Herzkrankheiten nehmen nicht in 10 Tagen zu. Gut. Und wir verfetten auch nicht in 10 Tagen. Aber man muss das natürlich... Das wage ich zu bezweifeln. Ja, komm. Genau. Sonst müssen wir keine Ernährungstipps machen hier. Also man hört überall, dass die Hose schon kneift. Also ich glaube, geht ja nicht jeder joggen, so wie ihr morgens. Ja, schade. Aber das Risiko, wir haben ja ein Problem mit der Gesamtbewegung in der Durchschnittsbevölkerung. Das ist einfach zu wenig und deswegen haben wir so eine große Menge an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und deswegen haben wir so ein großes Problem mit Diabetes und Verfettung. Das ist ja ein grundsätzliches Problem, was wirklich zunimmt. Je jünger, umso mehr steigt das Gewicht im Moment. Schon seit 30, 40 Jahren wird es ja immer schlimmer. Wir müssen uns alle bewegen. Das hat aber nichts mit Corona zu tun. Na, nur mit dem häuslichen Aufenthalt zurzeit. Da können wir vielleicht hier den Appell machen, die Aufforderung, ne, den inneren Schweinehund hin und wieder mal überwinden, aufstehen, ein bisschen Action machen, durch die Wohnung laufen, vielleicht beim Zähneputzen Kniebeugen mitmachen. Ja, im Internet gibt es so viele Anregungen zurzeit. Guckt einfach mal nach. YouTube ist da sehr ergiebig. So. Das Homeoffice ist besser als das Office. Ne? Also Homeoffice und Office, die Leute bewegen sich nicht und deswegen müssen wir das kompensieren. Jetzt mehr denn je. Ja. Genau. Fahr mal nach Corona wieder mit dem Fahrrad zum Büro. Zum Beispiel, das wäre sowas. Was haben wir aus Dortmund zu vermelden? Dortmund ist, so wie Deutschland, relativ stabil, würde ich sagen. Also wir haben jetzt seit einer Woche ungefähr, wir haben die Zahlen vorhin auch nochmal durchgesprochen, so circa um die 4.000 Neuerkrankungen täglich bundesweit. Das scheint jetzt nicht unbedingt im Moment exponentiell zu sein. Und Dortmund hat so um die 20 Neuerkrankungen. Immer von gestern auf heute waren es 15 Uhr, Tag vorher waren es 22, sind 238 Patienten krank und noch keiner verstorben. Genesen insgesamt in Dortmund 64, zum Vortag, obwohl die ganzen Genesungszahlen, in Deutschland sind es fast 6.000 jetzt, mit Vorsicht zu genießen sind, weil es keine Meldung für Genesene gibt. Also auch da sind vermutlich die Dunkelziffern höher. Das passt ja zu dem, was man hört, das Robert-Koch-Institut will nur noch 2-mal in der Woche Pressekonferenzen abhalten. Das finde ich persönlich. Einfach mal die Klappe halten, oder? Ja, das finde ich persönlich sehr gut, weil wir werden ja von vielen Seiten tagtäglich stündliche Aktivitäten vermeldet, was das ganze Thema angeht, mit zum Teil hanebüchenden Informationen. Das verunsichert die Bevölkerung enorm. Ich sehe das in meiner Sprechstunde. Auch hier ist egal, weswegen der Patient kommt. Seit 2 Tagen haben wir wieder eine normalere Sprechstunde. Die Leute reden am Ende über Corona, auch wenn sie Rückenschmerzen haben. Also von daher ist das ein Thema, was wir nicht ganz außer Acht lassen dürfen. Ein bisschen weniger ist manchmal ein bisschen mehr, die alte Regel. Ja, wie schätzt ihr das ein? Es stand ja auch ein bisschen in der Presse, dass hier Ministerpräsident Laschet schon mal überlegt, ob man eventuell was
lockern sollte an den Bestimmungen, obwohl er auch schon wieder zurückgerudert ist. Von FDP-Chef Lindner hört man sowas. Man muss jetzt Grenzen sprengen. Man darf nicht immer nur an unseren Verordnungen festhalten. Man muss an die Zeit danach denken. Wie ist das einzuschätzen? Also wir sind ja keine Politiker, wir sind ja nur normale Mediziner. Aber aus meinem Menschenverstand sagt mir, dass ich gerade nach 4 Tagen derartig drastischer Maßnahmen nicht um die Ecke kommen kann und sagen kann, wir müssen jetzt irgendwie Lockerungen hier wieder implementieren in Deutschland. Ich glaube, dass das wiederum diese Diskussion der allgemeinen Verunsicherung entfacht. Und das war eine politische Entscheidung von Frau Merkel. Die hat Herr Seehofer auch nochmal bekräftigt. Wir sollten jetzt einfach mal Klappe halten, auch die Politiker aus meiner Sicht Ruhe bewahren, die 14 Tage abwarten, weil es war von vornherein klar, dass wir mindestens von 14 Tagen sprechen und nicht nach 4 Tagen schon wieder irgendwelche anderen Dinge klären. Es scheint da einen Riesendruck aus der Wirtschaft zu geben. Ja. Das verstehe ich auch. Da bin ich auch völlig d'accord. Nur diese Entscheidung ist damals gefällt worden und sollte jetzt erstmal, das sollte erstmal wirken. Es wird ohnehin nicht geöffnet. Das hat Frau Merkel auch ganz klar verdeutlicht. Ja, ich glaube, Herr Laschet ist ja nicht umsonst zurückgerudert und hat das nochmal klargestellt. Genau. Ich glaube auch, dass vielleicht seine Aussagen ein bisschen überinterpretiert wurden, denn wir wissen ja, die Journalisten müssen auch alles schreiben und jede neue Meldung, vielleicht auch mal ein bisschen zu schnell mitgeschrieben, weiß man alles nicht. Ich glaube, da wäre ich mir nicht so sicher. Ne, bei dem warte ich jetzt schon auf die ersten Selfies mit den ersten Genesenen. Aber der schreckt ja von nichts zurück. Nur sollen wir auch da die Ruhe bewahren. Und ich habe noch eine andere Sache, die ich auf Dortmund bezogen gefunden. Dortmund hat genauso viel Betten für die Notversorgung zur Verfügung wie das Land Schleswig-Holstein insgesamt. Ja, wir haben es ja gerade diskutiert. Wie kann das sein? Gut, Schleswig-Holstein ist ein sogenanntes Flächenland. Das heißt, die Bevölkerungsdichte auf den Quadratkilometer ist deutlich niedriger als in NRW bei uns. Das macht nichts. Es haben knapp 3 Millionen Einwohner. Natürlich, wir haben 600.000. Trotzdem haben wir genauso viele Betten zur Verfügung wie Schleswig-Holstein. Das ist ja für uns als Dortmunder jetzt keine schlechte Grundlage. Für das Gesamtrisiko. Wenn jemand Beatmung braucht, wenn jemand ein Risiko hat, wird es so sein, dass wir hier eher die Möglichkeit haben, jemanden zu beatmen und damit das Risiko abzupuffern. Von daher können wir da auch ganz stolz darauf sein, was jetzt die Stadt Dortmund da so auf die Beine stellt. Kommen wir nur auf, dass wir es nicht brauchen. Ja, genau. Und aber trotzdem, wir vorbereitet sind auf ein mögliches Risikofiasko. Also von daher, wir davon aus, gelassen in die Zukunft gucken. Wenn wir davon ausgehen, dass wir 260 Betroffene haben oder Kranke haben und diesen Zahlen Glauben schätzen, dass davon 4% ein Beatmungsbett brauchen, können wir im Moment noch sehr gelassen sein. Also insofern denke ich auch, da sind wir gut aufgestellt. Und ich habe ja eine Zuschauerfrage. Wie hat sich der Arbeitsalltag von Dr. Arbeit und von Dr. Brune verändert? Welche Herausforderungen müssen Sie und Ihr Praxisteam jetzt täglich bewältigen? Ja, der Arbeitsalltag nicht nur von Dr. Arbeit und Dr. Brune hat sich massiv verändert. Das allbeherrschende Thema ist auch in unserer Praxis Corona. Schutz der eigenen Person, Schutz der Mitarbeiter, Schutz der Patienten, die Praxis betreten. Hat uns die ersten 10 Tage, ich denke, du wirst mir da zustimmen, Iyad, mega gestresst. Wir waren wirklich, wir mussten Arbeitsabläufe umsetzen im Team, Teamsitzungen, Besprechungen, Telco unter Wahrung des Abstandes. Telekonferenzen. Wir haben uns erstmal so ein bisschen, haben wir ja hier auch am Anfang etwas besser digital aufgestellt. Das waren wir auch nicht so gut wie heute, würde ich sagen. Und wir haben eine Infektionssprechstunde, also ausgekoppelt, kein infizierter Patient hat oder kein Infektpatient, wir wissen ja nicht, ob es ein Corona-Patient ist oder nicht, hat mit einem normalen Patienten, der kein Infektionszeichen hat, in der Praxis zu tun. Er hat keinen Kontakt. Die Mitarbeiter haben einen Sicherheitsabstand zu gewähren. Wir haben Schutzmasken besorgt. Sie wurden ja gespendet, haben wir schon darauf hingewiesen. Also die persönliche Schutzausrüstung ist da. Die Hygienevorschriften, die haben wir befolgt. Also wir arbeiten voll sicher. Aber das Thema ist, von morgens bis abends Corona, E-Mail-Anfragen, Fax-Anfragen, Telefonate, verunsicherte Menschen, verunsicherte Patienten, Angehörige.
etc. pp. Also, habt ihr Corona-Patienten betreut? Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Gestern auch schon gesagt. Ja, ja, wir haben auch, ich sag mal so, im zweistelligen Bereich schon positiv getestet. Wie gesagt, zwei sind im Krankenhaus, denen geht's gut. Mhm. Und also die meisten Fälle sind bis jetzt bland, also vernünftig normal verlaufen, komplikationslos. Mhm. Okay, das ist ja. Aber man darf die Angst und Sorge der Mitarbeiter wirklich, ich betone das nochmal, die wir auch ernst nehmen, nicht vergessen. Das ist auch das, was uns sehr stark bewegt, weil die haben sehr viele Sorgen, sehr viele, ich sage das jetzt mal, Ängste, sicherlich auch getriggert durch die ganzen medialen Informationen, die nicht immer sachlich und evidenzbasiert sind, wie wir bei uns sagen. Die Grundlage fehlt ja für viele Dinge. Wir arbeiten ja sehr viel nach, nicht nach dem, wie wir sonst arbeiten, ich sag's mal so. Und von daher. Im Moment, ne? Du musst ja, genau, viel improvisieren und ich glaube, das geht durch alle Bereiche. Klar. Dürfen wir nur nicht vergessen, dass das so ist, dass wir nicht nach klassischen Kriterien arbeiten. Und da entstehen Sorgen und Ängste nicht nur bei den Patienten, auch bei den Mitarbeitern. Und das ist sicherlich ein Thema, was uns noch ein bisschen bewegen wird. Arbeitsabläufe werden, wir sind noch nicht immer hundertprozentig eingeschliffen. Muss man einfach so sehen. Aber es sind alle mega bemüht und das schaffen wir auch. Wie ihr seht, du hast dich auch rasieren können heute. Also, hallo? Entschuldigung. Jetzt. Ist er weggelaufen. Ja, da bist du wieder. Ja. Du hast aber trotz der vielen Arbeit, du hast dich rasiert heute. Und was machst du da? Machst du Jugendforscht? Ich kriege einen Anruf rein, Entschuldigung. Der. Achso. Das ist Patient. Patient. Ich hoffe, es geht ihm gut, aber er ruft bestimmt gleich nochmal an. Hoffentlich kann er noch anrufen gleich. Er gibt keine Ruhe. Ja, das ist hartnäckig. Ist Problem. Ja, ja. Aber nein, ich wollte sagen, so der äußerliche Verwahrlosungszustand ist ganz gut bei euch. Beide rasiert. Die Runde in der Familie scheint gut getan zu haben, oder? Ja, ja, wir sind bemüht. Wir halten die Stimmung aufrecht. Gut, ihr müsst das ja, ihr müsst ja auch, wenn jetzt die Patienten kommen und verunsichert sind, da kann ja nicht auch sein, dass ihr dann sagt, ja, lass uns eine Runde zusammen weinen. Ihr müsst ja auch Zuversicht vermitteln. Nein, das machen wir auch. Das ist sehr hart vor, gerade bei euch. Sehr intensive, positive Beratungsgespräche werden da geführt. Und wir versuchen wirklich gut aufzuklären. Ja, aber ihr müsst ja Trost spenden und wenn da einer ist, der plötzlich seinen positiven Bescheid hat. Der positive Bescheid ist keine Erkrankung. Du bist dann SARS-CoV-2 positiv, nicht Covid-19 aktiv. Das ist nochmal die Unterscheidung. Das eine ist die Infektion, festgestellt. Covid-19 ist diese Erkrankung. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder mal betonen. Nicht jeder, der positiv getestet ist, hat auch Symptome. Ja. 75-80% haben ja fast keine Symptome. Das zu dem Thema machen, wir müssten mal eine Studie machen. Aktuell ist das ja so eine Zahl, mit der wir arbeiten müssen. Aber wenn du jetzt getestet bist und du bist negativ getestet, die Frage taucht ja auch schon auf, du hast ja dann noch weiter deine häusliche Isolation aufrechtzuerhalten. Wirst du dann nach 14 Tagen nochmal getestet oder? Aktuell nicht. Nein, du hast eine 14-tägige Quarantäne, die wird angeordnet seitens des Gesundheitsamtes und danach bist du free to go. Woher weiß man das dann? Einfach wegen, weil der Kalender das sagt? Oder? Weil die Inkubationszeit maximale 14 Tage betrifft. Das ist die 14-tägige. Wenn du in dieser Zeit nicht krank wirst, nicht erkrankst, keine Symptome bekommst, kannst du danach das Haus verlassen. Wirst du innerhalb der 14 Tage krank, dann wirst du im Zweifel, weil du ja Kontakt hattest vorher zu einer positiven Person, getestet. Und dann würde im Falle eines positiven Tests die Quarantäne von vorne beginnen. Yeah, ne, weil jemand auch geschrieben hat, er ist zweimal getestet worden. Ne? Ja, gibt es. Ja, klar. Gibt also es. Je nach Situation. Kein Einfluss auf Quarantäne. Okay. Dann will er das nur, wollte er das möglicherweise nur wissen. Weil wenn du natürlich weißt, du bist im Laufe deiner Quarantäne negativ, zunächst negativ, dann kannst du dich vielleicht ja auch zu Hause etwas anders bewegen und gehst vielleicht ein bisschen sicherer mit deinen Angehörigen um. Das, glaube ich, schon würde mich auch persönlich etwas beruhigen. Das ist auch so. Das sehe ich auch so. Aber es ist nicht vorgesehen, dass aufgrund im Moment noch der mangelnden Testsets, dass man Patienten innerhalb der Quarantäne, die Kontakt hatten, zu positiven testet. Ganz interessant finde ich nochmal, wenn man über die Testungen spricht. Ja. So, wenn man das mal so im Vergleich setzt zu
ja, Analysen vor Bundestagswahlen oder vor Wahlen. Da werden ja Stichproben genommen und man befragt die Bevölkerung, wen würden sie denn am nächsten Sonntag wählen? Und die scheinen ja zumindest eine gewisse Relevanz zu haben. Wir sind keine Statistiker, aber es wird diskutiert, dass man einfach Stichproben der Bevölkerung testet. Kann man mal drüber nachdenken. Das haben die, glaube ich, auch in irgendwo in Asien gemacht. In Schweden, glaube ich. In Schweden, in Südkorea war es, glaube ich, auch so. Und es wird eine Stichprobe getestet von auch Gesunden und Nicht-Gesunden. Und dann gibt es offensichtlich Verfahren, statistische Verfahren, die auf die Gesamtbevölkerung zu schließen können. Und das würde im Zweifel bedeuten, dass man auch diese Dunkelziffer mit einbezieht. Und am Ende hätte man eine Zahl, die man wieder in Relation zu den schwer Erkrankten und auch Verstorbenen setzen könnte. Ja. Und am Ende würde man diese Dunkelziffer würde man am Ende sagen, man könnte genauer sagen, wie viele Leute wirklich an dem Virus sterben, schwer erkranken. Das wird aktuell diskutiert. Guck jetzt mal auf die Uhr. Ich weiß, dass du noch einen Termin hast. Ich habe auch noch einen Termin. Wir können ja vielleicht an dieser Stelle einmal gleich den Break machen. Wir haben ja noch genügend Themen, die wir morgen, übermorgen besprechen können. Dann fassen wir jetzt eben nochmal zusammen, dass wir durch die Vier-Wände-Fizierung, die uns gerade alle ans eigene Haus oder eigene Wohnung bindet, ein bisschen an unsere Bewegung denken, an die Ernährung denken. Genau. Bewegung, Ernährung. Ja, auch an die netten Worte zu unseren Lieben denken. Und wenn wir draußen rumlaufen, ich glaube, das heißt heute Covid-19-Netikette, wenn man Abstand hält. Ne? Keine Etikette, Netikette. Netikette. Und Bier kann man auch mit seinen Kumpels über Skype trinken, haben wir nur auch gelernt. Man kann sogar das perfekte Dinner über Skype machen mit seinen Gästen. Und alles Sachen, die man mal neu ausprobieren muss. Ich kann sagen, das hat mir heute auch jemand geschrieben, nach einer Woche Homeoffice kann ich sagen, das schreibt er, Yoga ist gar nicht so schlecht und das Beste am Homeoffice ist das eigene Klo. Ich glaube, das sehen es gerne praktisch. Ne? Also. Ja, das zeichnet uns aus. Gut, dann sagen wir Dankeschön. Ja. Und ich wünsche dir einen schönen Abend, dass er auch hier deinen Patienten ruft, den bloß zurück. Ne? Mal gucken, ob er schon Hausarzt gewechselt hat. Ja, glaube ich nicht. Am Freitag ist es gar nicht mehr um diese Uhrzeit. Ja, stimmt, hast du recht.